Was für ein Anblick! Dass im Dschungelcamp durchtrainierte Körper zu bewundern sind, ist längst kein Geheimnis mehr. Doch schon vor dem Start der neuen Staffel lässt diesmal das Dschungel-Urgestein Dr. Bob die Hüllen fallen. Auf Instagram postet der Sanitäter am 1. Januar ein Bild von sich am Strand. Dabei trägt er nur eine weiße Leinenhose und eine Digitaluhr. Dr. Bob beeindruckt mit seinem durchtrainierten Oberkörper und lässt uns daran zweifeln, dass der ehemalige Maskenbildner tatsächlich stolze 73 Jahre alt ist. Doch der durchtrainierte Körper scheint dem Dschungeldoc nicht genug zu sein und so kommentiert er seinen Beitrag mit den Worten: "Ich versuche gerade fürs neue Jahr noch fitter zu werden." Schließlich muss er für den Start von "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" am 19. Januar in Topform sein. Seine Fans sehen dafür allerdings keinen Anlass und finden, dass der Mediziner bereits in Spitzenform sei. So lassen sich unter seinem Bild Kommentare wie "David Hasselhoff aus Down Under" oder "Frohes neues Jahr, lieber Dr. Bob, Ihr Aussehen ist erstaunlich" finden.